ist das alles, was euch zu uns Jugendlichen einfällt. Wir haben eine andere Meinung. Und dafür machen wir uns stark. Ja, wir bereiten gerade die Nacht der Lichter im Bamberger Dom vor. Ein Abendgebet mit Gesängen aus Tissé, was getragen wird von vielen Jugendlichen aus der ganzen Diözese. Ich möchte halt einfach hier die Nacht der Lichter mit unterstützen, weil ich finde das eine super Sache und ich war auch gerne, also ich war in Tissé und ich finde Tissé einfach wahnsinnig toll und finde es halt gut, wenn auch andere Leute damit was davon mitkriegen. Es melden sich wirklich Jugendliche aus der ganzen Diözese. Ich möchte mitmachen und ich könnte mit singen, mit musizieren oder einen Lesungstext mit vorbereiten. Wir begrüßen uns alle recht herzlich zur Nacht der Lichter hier im Bamberger Dom. Kinder und Jugendliche haben das Recht mitzureden. Wir geben ihnen eine Stimme. Wir haben unsere zweimal im Jahr stattfindende Diözesanversammlung, das oberste beschlussfassende Gremium des BDKJ. Wir treffen Beschlüsse, wir diskutieren Anträge, beschäftigen uns mit verschiedenen Themen, dieses Mal mit dem Thema Bildung, eine neue Schule für Bayern. Da lernen unsere Delegierten, wie funktioniert Demokratie. Sie lernen da Demokratie im Kleinen. Es ist eben auch die Atmosphäre, die es ausmacht. Es ist nicht nur trockene Theorie und Arbeiten und Sitzen und Zuhören, sondern es ist wirklich Zusammensein, Gemeinschaft, gemeinsames Erarbeiten in guter Atmosphäre. Wir sitzen nicht nur rum und arbeiten, sondern haben auch ganz viel Spaß. Schaut euch doch einfach mal an. Macht euch selbst ein Bild davon. Und besucht uns auf Facebook oder auf unserer Internetseite www.bdkj-bamberg.de.